Ja, hallo liebe Freunde von School of Programmieren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir wollen uns heute mal kurz den HTML-Editor hier anschauen. Ich hatte ja letztes Mal Trap Edit hier vorgestellt. Den kann man natürlich auch nutzen, um HTML, CSS oder JavaScript hier auf dem Handy auszuführen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ding hier funktioniert. Ich gehe hier also auf das Teil hier und bin hier auch schon drin, ja, HTML-Editor und siehst, das wird mir auch sofort hier so ein HTML-Gerüst hier vorgeschlagen, ja, wo du praktisch deinen Code hier eintragen kannst. Ja. Zeile 1 sehen wir natürlich, hier wird das HTML hier eingeleitet, ja, mit doctype.html, ja. Zeile 4 geht dann der Head-Bereich los, ja. Das sind so allgemeine Informationen und eben Informationen über das Responsive. Ja, geht in Zeile 4 los und endet in Zeile 7. Ja. Und im Body-Bereich selber, dort schreibst du praktisch deinen Code. Der Body-Bereich geht in Zeile 9 los. Ja. Hier also. Ja. Und endet in Zeile 11 in unserem Fall. Und steht hier zum Beispiel, also write your code here. Ja? Das heißt, ich kann jetzt hergehen und das jetzt hier zum Beispiel löschen. So. Das war jetzt etwas zu viel. So. Genau. Und kann jetzt im Zwischenraum von dem Body-Bereich, ja, kann ich jetzt meinen Code eintragen. Und jetzt sage ich, brauche Kaffee, ja, dann gebe ich hier mal ein. Hallo, ich brauche Kaffee, ja. Und praktisch alles, was du im Zwischenraum vom Body-Bereich hier eingibst, ja, das wird dir praktisch hier oben rechts, ja, im Output hier angezeigt auf deinem Handy, ja. Es kann ja sein, du bist unterwegs in der U-Bahn, im Bus oder so und du willst mal kurz was ausprobieren, ja, dann eignen sich solche kleine Code-Editoren eigentlich ganz gut, um mal kurz was zu testen oder, wenn du was nicht verstanden hast, nochmal irgendwie was nachzuvollziehen, ja. So, jetzt haben wir das in Zeile 11 hier gemacht. Du kannst es auch in Zeile 10 machen, aber es muss halt im Zwischenraum vom Body-Bereich hier letztendlich gemacht sein. Ja? So, und jetzt klicke ich hier auf Output und jetzt müsste eigentlich, hallo, ich brauche Kaffee, ja, müsste eigentlich angezeigt werden hier in der Ausgabe. Ich klicke jetzt mal drauf, es wird spannend und zack. Nochmal. Jetzt funktioniert es. Und du siehst, hier oben steht jetzt also, hallo, ich brauche Kaffee. Was heißt das jetzt? Es wäre praktisch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Webseite codest oder könnt ihr auch schreiben, herzlich willkommen auf meiner neuen Webseite. Ja. Alles, was praktisch im Output angezeigt wird, so sieht es vielleicht auch dann ja ungefähr aus, wenn du eine Homepage jetzt zum Beispiel coden willst. Ja. Nimmst du die Markup-Sprache HTML, ja, für die Struktur. Mit CSS könntest du stylen, ja, und JavaScript kannst du hier natürlich auch coden. Ja. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.